Frauen sind in Deutschland top ausgebildet. Und dennoch müssen wir Frauen in den obersten Vorstandsetagen und in den Aufsichtsräten mit der Lupe suchen. Das liegt auch daran, dass wir in den meisten Führungsetagen eine Kultur haben, dass erwartet wird, dass eine Führungskraft 60, 80 Stunden arbeitet und keinerlei familiäre Verpflichtungen hat oder sie outgesourced hat gewissermaßen. Deshalb werde ich einen Stufenplan vorlegen zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen. Wenn zu einem bestimmten Stichtag im Jahr 2013 sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen sowohl in Aufsichtsräten als auch in Vorständen nicht verdreifacht hat, dann wird eine flexible Quote in Kraft treten. Jedes Unternehmen muss sich selbst eine Quote geben und diese Quote dann auch veröffentlichen. Und an diesem Tag, an dem diese Quoten veröffentlicht werden, wird es eine riesige Debatte in Deutschland geben. Dann wird es Rankings geben, welches Unternehmen ist ambitioniert, welches Unternehmen legt offensichtlich auf Frauen keinen Wert. Deswegen ist dies ein Instrument, das differenziert für die Branchen ist, das an den Ursachen ansetzt und das insofern auch ein sehr marktwirtschaftliches Instrument ist.